Das Frühstück besteht wieder aus einem fetten Pancake, Pastrami, Käsesandwich, Pretzels, Banane, Erdbeeren, noch mehr Pancakes, unten Ei. Omelette. So, ist der letzte Tag, der letzte komplette Tag heute im Paradies. Den werden wir ordentlich auskosten. So, heute sind wir am Big Beach und hier ist extreme Wasserverhältnisse. Ich war gerade im Wasser und wurde einmal komplett erfasst, ne? Ich hatte komplett das ganze Gesicht und den ganzen Kopf voll Wasser. Komplett voll Sand. Und ja, also mit Baden ist hier heute schlecht. Es ist richtig schön, ne? Es ist ein richtig geiles, dieses Wasser. Aber guck mal, die Wellen. Ja, es sieht nicht so, man sieht das glaube ich gar nicht auch auf dem Video nicht. Stimmt. So. 2 Meter hoch. 2-3 Meter. Ja, das nicht, aber doch. Sie hat extrem Kraft. Das Wasser zieht dann extrem hin und her. Und ich habe das auch schon gemerkt, wenn ich nicht Bodybuilder wäre, hat er auch gerade gesagt, hat der Safety, der David Hasselhoff hat gerade gesagt, durchgegeben, dass die meisten Verletzungen hier am Big Beach Knochenbrüche und ausgerenkt, Genickbruch und so, weil die halt Leute so von den Wellen hin und her gerissen werden. Oder vor allen Dingen auch überrascht werden, wenn du keine Körperspannung dann hast vielleicht. Ja. Also ich merke auch, wäre ich jetzt nicht irgendwie so ein bisschen stabiler im Schultergürtel, dann hätte es bestimmt auch mich so ein bisschen mehr zerrissen. Deswegen fahren wir jetzt nach einer halben Stunde hier zu unserem Strand nach Kihei. Ja. Schöne Grüße, ne? Manuel ist ja auch Hamburger Jung mittlerweile. Oskar, Eugen, Luca, Marcel, Team Musclehammer, alle. Gym Knights natürlich. Auch Hamburger Jung mittlerweile. Alles Hamburger. Schöne Grüße an euch. Schade, dass ich am Wochenende nicht dabei war. Aber ich konnte es gerade so überleben, dadurch, dass ich das hier erlebt habe. Gerade so. Every day is shopping day and every day is crystal light day. Bisschen Aspartam tanken. Every day is shopping day. Wir sind wirklich jeden Tag, bis jetzt, seit wir hier sind, waren wir im Supermarkt. Und wir werden wahrscheinlich arm werden, wir haben schon gesagt. Wir machen gar nicht viel, was irgendwie sonst viel Geld kostet, wie Aktivitäten, sondern wir essen halt und essen und essen und essen. Und wir essen gar nicht so viel, wir kaufen immer irgendwie Essen ein. Ja, aber merkwürdigerweise. Euch interessiert ja auch am meisten, was wir in Amerika so shoppen. Ganz normaler Kopfsalat. Was kostet so ein Salat hier? $5. $5. Wir haben in Deutschland Salat für 79 Cent oder so. Feta Cheese. Ganz normal, ohne Low Fat oder irgendwas. Gab's leider nicht, aber schmeckt dafür halt auch besser. Dann habe ich hier gefunden Tortillas, super soft, kleine Tortillas, die sind schon richtig fluffig. Ein Tortilla hat 70 Kalorien und 13 Gramm Carbs, 1 Gramm Protein, 1 Gramm Fett. Finde ich in Ordnung. Fokussiert wahrscheinlich wieder nicht, ne? Nee. Aber ich habe es euch ja vorgelesen. Was haben wir noch für unseren Salat? Erdbeeren wollte ich sagen. Tomaten. Ja. Dann meine, was ich gefunden habe, Sour Cream Light. Ich bin ja mal mittlerweile so ein bisschen skeptisch, was Light-Produkte angeht. Manchmal schmecken sie halt überhaupt nicht. Ne? Fett ist Geschmacksträger. Fragt den Tapia. Und hier habt ihr auf 30 Gramm, das heißt 2 Teaspoons, 2,5 Gramm Fett, 2 Carbs, 1 Gramm Protein, also 35 Kalorien ist jetzt nicht so viel für 30 Gramm. Ich
Ich bin gespannt, wie er schmeckt. Wenn der gut ist, ich mache mir so einen Tortilla-Salsa-Salat da draus. Da kommt noch rein Turkey with Beans. Das ist so wie Chili con Carne so ein bisschen, glaube ich, aus der Dose. 98% fat-free, das heißt, ihr habt auf 1 Cup 210 Kalorien nur, 28 Gramm Carbs. Das wird alles aus dem Bohnen sein, also High Fiber, ja, 6 Gramm Fiber. Dann Salsa, hier schon so fertig, mild. Ich mag es zwar scharf, aber nicht zu scharf. Und das ist hier wirklich jetzt Low Calorie. Da habt ihr auf 30 Gramm 10 Kalorien und das sind eigentlich wirklich nur Carbs aus den Tomaten und so weiter und so fort. Also Salsa für alle, die Low Calories machen. Dann die Greens. Diesmal hoffe ich, sind da die Micros noch drin, obwohl es auch wieder in der Mikrowelle ist. Das heißt, das Ganze was ist heißt eigentlich der auch wieder gegessen. Blumenkohl, Cauliflower. Blumenkohl und Brokkoli zum für die Mikrowelle, das haben wir auch vielleicht zweimal gekauft. Was hast du noch gekauft? Powerade Zero. Schmeckt gut, ne? Strawberry, aber nur, ja. Ja. Wieder Aspartam. Zweimal. Dann dein Sparkling Water, immer schwer zu kriegen in Amerika. Diet Snapple, Peach Tea, kann ich auch empfehlen, schmeckt sehr gut. Ist aber auch für alle, die sonst nur hat 10 Kalorien. Clean mögen, ist halt auch wieder mit Aspartam und so weiter. Dann haben wir, wo haben wir das gesehen? Bei Misha hier, Misha, ne? Was ja, Misha. Der neueste Hit hier in Amerika, Perrier Lime. Und das ist halt wirklich ohne künstliche Zusatzstoffe. Ja. Ja, kostet wahrscheinlich jetzt so ein Sixpack hier mit einer Flasche, wo irgendwie 200 ml drin sind. Viel Geld. Und die haben natürlich wieder nicht drauf geguckt. Nochmal die Greens. Ja, das war's. Und der Einkauf an sich war wieder bei 60. Mhm. 60 Dollar. Ja, was eigentlich noch geht. I'm walking alone, the streets are empty. Everything I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Kleiner Hund. Wird immer besser. Weißt du, wie man das nennt? Eine Ente? Seemannskörper. Ja, weiß ich. Habe ich dir doch mal erzählt, oder nicht? Seemannskörper. Jetzt bist du wieder in Schatten. Als Hamburger Junge sagt man das so. So, ich sage dir ehrlich. Komm jetzt hier rein, du. Der. Oh yeah, 100% grass-fed beef, hier schön lokal von Hawaii, frisches Beef, ist zwar abgepackt, aber das gibt es so bei Whole Foods halt wirklich in der frischen Abteilung, das heißt, es wird täglich nur abgepackt und nicht mehr, das heißt, das haben wir heute gekauft. Und ist jetzt für Fleisch hier auch relativ günstig mit $5.70 für, ich weiß gar nicht, wie viel das sind, 300 Gramm, schätze ich mal. Und ja, man kann auch günstig einkaufen, wenn man regional einkauft. Sonst ist Hawaii richtig, richtig teuer. Aber regional und auf dem Farmers Market auch, kann man auch günstig Obst, Gemüse einkaufen. Sonst Obst, Gemüse in den Supermärkten, over the top, extrem teuer. Gestern das beste Beispiel, wollte eine Gurke kaufen, eine Gurke, ja, bei uns preislich zwischen 30 und 50 Cent, wenn ich mich richtig entsinne, kostet hier $4.60, die günstigste, eine Gurke. Also der Lifestyle in Amerika, Fitness-Lifestyle, kann auch teuer sein, wenn man nicht weiß, wo man die Sachen kaufen muss, damit sie nicht zu teuer werden. Ich werde die Burger jetzt hier schon mal vorbereiten. Julia ist noch unterwegs hier in den umliegenden Geschäften, wo wir ein bisschen shoppen. Wir fliegen ja morgen nach L.A., wo man überhaupt nicht shoppen kann. Gar nicht gut. Gar nicht. Aber der Grund, warum ich nochmal einschalte, ist der, dass ich euch einmal kurz mitteilen wollte, wie ich das mit den Macros und den Kalorien im Urlaub mache, weil die Anfrage kam relativ oft. Ob ich da einfach 5 gerade sein lasse, überhaupt Calories tracke und wie ich es überhaupt mache. Und ich mache es folgendermaßen, dass ich schon tracke, auch mit MyFitnessPal, allerdings ja immer mal ein bisschen lockerer angehe. Wenn ich jetzt hier mal 2 Pretzels oder so snacke, dann tracke ich die halt nicht. Oder ich schätze dann auch mal, wenn ich hier das Fleisch jetzt nicht unbedingt wiege. Ich habe zwar auch die Küchenwaage dabei, ja. Ohne die gehe ich dann doch nicht weg. Einfach, ja, weil ich doch den Großteil der Zeit ungefähr unter Kontrolle haben will, was ich esse und in welchem Maße. Aber ich nehme es halt nicht ganz so eng. Und so solltet ihr das halt auch im Urlaub machen, aus meiner Sicht. Also für mich funktioniert das super. Ich esse halt nicht, versuche nicht im Defizit zu essen. Ich habe ja auch gestern einen Post gemacht. Also Reverse Diet ist ein zu Ende, da mache ich aber noch ein separates Video mit 3050 Kalorien, so an meinen höchsten Tagen. Da muss ich hier auch nichts verzichten, gerade mit den kalorienreduzierten Produkten, die ihr in Amerika bekommt, könnt ihr hier essen, wie Gott in Frankreich, Riesenmengen und lecker und geil. Also da muss ich jetzt nicht sagen, ja, jetzt egal, ich esse alles, was ich will. Es gibt halt genügend Produkte, die richtig gut schmecken. Frozen Joghurt Eis, Greek Joghurt Eis, also so eine geile Sachen. Und dann kann ich die Macros auch noch zu 90-95% hitten und habe ein gutes Gefühl dabei. Ich habe trotzdem richtig viel gegessen, es mir gut gehen lassen. Und 1-2 Cheat Days sind ja sowieso immer drin. Von daher brauche ich mir da auch keine Sorgen machen, dass ich irgendwas verpassen würde. Ja, so mache ich halt. Tracke die Macros, halt nicht so 100%, manchmal schätze ich halt auch ein bisschen. In MyFitnessPal mache ich es immer so, oder habe ich es jetzt hier gemacht. Ich hatte auch gar keine Lust, das anzupassen. Ich war noch bei den 2400 vom
von der Einstellung her und habe dann die immer voll gemacht und habe dann den Rest so Pi mal Daumen, die 600, 650 Kalorien auch voll gemacht und das habe ich dann wirklich eingebaut, halt geschätzt. Und die Form ist eigentlich, ja, gibt mir recht, hat alles ganz gut geklappt. Ja, so mache ich das halt. Ne, jetzt muss ich das Fleisch hier einmal fertig machen. Die Burger Patties mache ich schon fertig, dann werden wir uns gleich nochmal den Sonnenuntergang anschauen, vielleicht nehmen wir euch mit. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made of, baby, that's made.